Guten Morgen, meine Damen und Herren, haben Sie sehr herzlichen Dank, Herr Schillinger, zunächst mal für die Einladung, dann für den sehr freundlichen Empfang, für diese außerordentliche Auftrittsmusik, die das Schönste ist, was ich seit langem gehört habe und die auch irgendwie gut auf mich abgestimmt ist. Ich habe höchsten Respekt vor Ihnen allen, vor Ihrer dienenden und weniger dienenden, vor Ihrer subversiven, latenten und häufig immer wieder akut sich manifestierenden Tätigkeit, das sage ich vorab. Ich habe großen Respekt auch deshalb, weil Sie diesen Kongress ausgerechnet mit dem Begriff des Streitens beginnen wollen und dann noch sagen, die Kunst des Streitens, die einzige Zusammenführung von Kunst und Streit, die mir einfällt, ist die Aussage von Jean Cocteau, Picassos Malerei sei gemalter Ehekrach. Sonst fürchte ich, gibt es so furchtbar viel Kunst im Streit nicht, aber es gibt ein paar Überlegungen anzustellen. Und wenn Sie mich schon fragen danach, wie es sich um die Kunst des Streitens verhält, dann fällt mir als erstes innerhalb der Kunst der Musiker Arnold Schönberg ein, ein garstiger Mann, der eines Tages mit einem jungen Mann über Kunst stritt. Und im Verlaufe dieses Gespräches sagte der junge Mann unvorsichtigerweise, das kann ich beweisen. Und daraufhin sagte Schönberg, in der Kunst kann man gar nichts beweisen. Und dann machte er eine Pause und sagte, und wenn, dann nicht Sie. Und dann machte er noch eine Pause und sagte, und wenn Sie, dann nicht mir. Und ich muss gestehen, in dieser Anekdote bin ich ein wenig der junge Mann und Sie sind Schönberg. Und zwar deshalb, weil Sie sind die Experten für Kommunikation. Und ich kann allenfalls aus der Geschichte der Kultur etwas beibringen, eine Linie verfolgen, die vielleicht in so etwas wie den Streit in der Mediengesellschaft hineinführt. Aber ich habe Respekt vor Ihrer Tätigkeit und das sei als Präambel gesagt, auch deshalb, weil jeder vernünftige Begriff von Kommunikation ein sehr viel expansiverer ist als der, der linguistisch situiert werden könnte. Also man könnte sagen, Kommunikation ist letztlich alles, was irgendwie Brücken schlägt, was geeignet ist, Einsamkeit zu überbrücken. Letztlich ist die Überwindung von Einsamkeit eine Kulturaufgabe ersten Ranges. Und am Ende werden Sie dann und wann in den Vergangenheiten Ihres Ehelebens festgestellt haben, dass ein Kuss nur dann gut ist, wenn er Kommunikation ist. Und dass eine Berührung ohne weiteres Kommunikation sein kann und dass sie auch so viele Wertigkeiten haben kann, wie ein Wort, ein Satz, eine treffende Bemerkung. Kommunikation wäre dann eigentlich alles, was zwischen uns hin und her geht und was so etwas wie das Fürchten, das Ahnen, das Lieben, das Trösten, das Bitterwerden, das Albernsein, das Begehren, alles das einschließt. Je differenzierter diese Form von Kommunikation ist, umso genauer wird es Möglichkeit, sich wechselseitig zu erkennen. Und es stammt ausgerechnet von Bertolt Brecht ein abgründiger Satz, den man gerade ihm vielleicht am wenigsten zutraut, der da lautet, die Tatsache der menschlichen Einsamkeit macht Feindschaft zum unerreichbaren Ziel. Das heißt, niemals können zwei Menschen so sehr miteinander befeindet sein, wie sie in einem kreatürlichen Sinne befreundet sein müssen, aus dem einzigen Grunde, weil sie in ihrer Einsamkeit Monaden sind, die in jedem Akt des Liebens, Glaubens, Fürchtens, Begehrens Brücken schlagen und damit versuchen, diesen Kokon, diese Monade in irgendeiner Weise zu sprengen und Kommunikation herzustellen. Was ist dann Motivation anderes als ein kommunikativer Akt? Was ist schließlich Kommunikation anderes als die Möglichkeit zumindest einer Steigerung des sozialen Gebildes, in dem Bezüge, Binnenbezüge und exterritoriale Bezüge gestärkt werden. Aber nicht damit habe ich eigentlich anfangen wollen, sondern das war eine Art Captatio Benevolentiae. Ich wollte Ihr Wohlwollen damit erringen, dass ich Ihnen sage, wie wichtig Sie sind. Jetzt möchte ich erst mal... Jetzt ist es Zeit zu sagen, wie wichtig die Kulturgeschichte ist. Und ich möchte gerne tatsächlich ein wenig rhapsodisch und ein wenig nur mit einzelnen Bemerkungen, denn ich weiß, sie sind formal nicht so festgelegt. Ich möchte gerne rhapsodisch anfangen. Ja, hat man mir gesagt, sie seien so ein bisschen pfadfinderisch und man dürfte viel. Man hat mir sogar die Krawatte ausreden wollen. Und wie sagt ein Gangster in einem französischen Film, eine Krawatte ist ein Reisepass für Arschlöcher. Also, so, das war mein Beitrag zur Vulgärkommunikation.
eigentlich wollte ich anfangen mit einer kleinen Episode, die uns zurückführt in das 18. Jahrhundert. Das heißt, eine Zeit, die deshalb für uns nicht uninteressant ist, weil so etwas wie ein ganzheitliches Bild vom Menschen zu jener Zeit erstmals generiert wurde. Das war eine Zeit, die zunächst mal versucht hatte, den Menschen weitestgehend auf Rationalität zu reduzieren. Das heißt, Glauben war etwas, das anstößig gefunden wurde. Wunder waren etwas, das irrational war. Volksglauben, Aberglauben, Spiritismus, all das musste bekämpft werden, um gewissermaßen eine Emanzipation vom infantilen Bann derer, die noch befangen in Verblendungszusammenhängen lebten, Rationalität als einen Ausweg aus ihrer Unterdrückung verstehen konnten. Das setzte die Rationalität in ihr Recht. Und dann kommt mit dem Ende der Aufklärung etwas wie Psychologie. Dann kommen Menschen, die meinen, dass eigentlich ein ganzheitliches Individuum nur das Individuum sein kann, das Mensch nicht ist, sondern wird. In einem emphatischen Sinne wird, weil plötzlich auch diese von mir eben genannten Eigenschaften des Glaubens, Liebens, Fürchtens, Ahnens als ein Teil eines mündigen Menschen begriffen werden. Insofern setzt sich der Mensch der Postaufklärung plötzlich zusammen. Und stellen Sie sich das wie eine Geburtsstunde des Homo sapiens vor. Er wird plötzlich aus dem rationalen und dem für uns nicht rationalen, phantasmagorischen, sinnlichen zusammengesetzt. Erst das bildet den ganzen Menschen. Nun wird in jener Zeit, nämlich in diesem 18. Jahrhundert, 1735 in Paris ein Werk aufgeführt, eines Komponisten namens Jean-Philippe Rameau. Dieser Rameau ist für uns und für das Thema des Streites insofern interessant, als er hager, verschlossen, Voltaire sehr ähnlich, eher ein ungemütlicher Charakter, ein kleines Privatorchester hat, mit dem er experimentieren darf. Und er fängt plötzlich an, sich gegen eine zeitgenössisch existierende Schule, nämlich die durch Lully, den großen, eigentlich italienischstämmigen Hofkomponisten bestimmte Musik, einer hohen Formalisierung, durch eine Musik zu ersetzen, die viel psychologischer war, die eine viel engere Anbindung an das Innenleben kannte, die viel mehr Dissonanz kannte und die plötzlich etwas leistete, was bei Robert Musil später heißen wird, den inneren Menschen erfinden. Man hört diese Musik und verändert sich. Warum fange ich mit dieser Musik an? Weil im Jahre 1725 nach Paris zwei Wilde kommen. Das sind Indianer aus Amerika, die dort in der feinen höfischen Gesellschaft einen Tanz absolvieren. Dieser Tanz schließt sogar eine Friedenspfeife ein. Und Rameau steht dabei und er ist so begeistert von dem, was er da sieht und was er klanglich erlebt. Und er ist gleichzeitig so betroffen davon, was es bedeutet, eine Kolonie zu unterhalten, Menschen zu unterdrücken und sie mit der eigenen Kultur zu kontaminieren, dass er ein Stück schreibt, das heißt Les Indes Galantes, also die galanten Indianer, wenn Sie so wollen. Und darin gibt es ein Air pour les Sauvages. Das ist ein Air, Sie kennen diese Komposition von Bach, ein Air für die Wilden. Was ist besonders daran? Die Huldigung gegenüber denen, die deklassiert sind und im Kolonialreich leben müssen, die Anerkennung der eigenen Gewalt gegenüber jenen, bringt Rameau dazu, die erste, wenn Sie so wollen, antirassistische Musik zu komponieren. Er, der im Streit steht gegen Lully, er steht plötzlich im Streit für jene Unterdrückten. Und derselbe Mann, mit seinem Orchester, mit seinem schwierigen Charakter, mit seiner aufklärerischen Absicht, mit seiner formalen Radikalität, mit seinem Blick für die Unterdrückten. Dieser selbe Mann wirft eines Tages sein Hündchen aus dem Fenster mit der Begründung, es bellt falsch. Und was wir sehen ist, wir haben zwei verschiedene Sensibilitäten, auch zwei verschiedene Intelligenzen. Wir haben eine, die sich an die gedrückte Kreatur richtet und wir haben eine, die sich darüber erhebt und im Sinne der Aufklärung, also selbst eines Bildungsideals, das vom ganzheitlichen Menschen ausgeht, die Gewalt gegen das Tier in dem Augenblick legitim findet. Wir hätten in der Geschichte drei Formen, uns dieser Episode zu nähern. Wir hätten erstens die Rolle des Augenzeugen, dessen reinen Berichterstatters. Und von dem sagt das russische Sprichwort nicht umsonst, er lügt wie ein Augenzeuge. Wir haben einen Augenzeugen, der rapportiert, was ist. Dieser Augenzeuge ist in der Geschichte, und Sie werden sehen, das ist eine Allegorie für Sie alle, die Sie auch in diesem Sinne Augenzeugen sind, zunächst mal sagen müssen, was ist, faktisch richtig darstellen müssen. Dieser Augenzeuge begegnet
Ihnen etwa in den Wundergemälden von Giotto in der heiligen Franziskus-Legende? Denn nicht kann ja Franziskus selber erzählt haben, da habe ich mal zu den Vögeln gepredigt und die haben gehorcht, sondern es muss jemand da gewesen sein, der das Ganze auf die Nachwelt gebracht hat, und deshalb wird in diesen Bildern immer ganz klein am Bildrand der Augenzeuge zu sehen sein. Der zweite, der uns eine solche Nachricht bringen kann, ist der Kritiker. Es ist derjenige, der sich absetzt von dem, was dort geschehen ist, der ein bestimmtes Element daraus vergrößert. Etwa die Tatsache, dass es Gewalt gegen Tiere ist, einen Hund aus dem Fenster zu werfen. Und schließlich haben wir, das wäre die Rolle der Presse in wesentlichen Teilen, die sich immer wieder versteht als das Organon, in dem Widerspruch hergestellt und artikuliert wird. Und die dritte Position wäre die des Rühmenden. Sie ist eine, die in der griechischen Antike noch sehr viel wichtiger gefunden wurde als heute. Der Rühmende ist jemand, der das verherrlicht, der einen liebenden Blick wirft auf das, was er sieht, und der gewissermaßen den Wert auf die Nachwelt oder auf das gesellschaftliche Ganze, wenn Sie so wollen, auf die Medienöffentlichkeit bringt. Diese drei Funktionen haben wir. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Der Rameau, den ich eben erwähnt habe, der wird Titelfigur eines kurzen Romans von Denis Diderot. Diderot war auch ein Aufklärer. Dieser Diderot schreibt einen Text, der heißt Rameaus Neffe. Und dieser Rameaus Neffe, das ist ein unbegabter, semi-intellektueller mit, sagen wir mal, zerebraler Grundausstattung, der vor allen Dingen durch eine Sache gekennzeichnet ist. Sie können das auch intellektuelle Generalverriegelung nennen. Den vor allen Dingen eine Sache charakterisiert, das ist das Minderwertigkeitsgefühl, das er Rameau gegenüber empfindet. Und der Typus, der da entsteht, und Sie werden sehen, wie schnell wir gleich in der Moderne sind, der Typus, der da entsteht, ist der Typus dessen, der Ressentiment empfindet. Das Gefühl des Ressentiments kommt in der Zeit zumindest als artikuliertes Gefühl erst auf. Ressentiment, also so viel wie Voreingenommenheit, Vorurteilsdenken, Abwertung des Gegenübers ohne Anschauung, ohne Begriff, Urteil ohne Anschauung, wenn Sie so wollen. Dieses Ressentiment geht im Kern auf ein Ressentir zurück, also Wiederfühlen. Noch einmal in eine Situation der Abwehr hineingehen, und wir sind uns gesellschaftlich, glaube ich, einig, dass Vorurteile immer nur dort entstehen können, wo Anschauung fehlt. Je mehr wir Anschauung erweitern, vertiefen, umso weniger wird es möglich, sich zu befeinden oder von etwas abzugrenzen. Dieser Typus des Ressentiments hat, glaube ich, in unserer Gegenwart große Teile dessen abgelöst, was man ehemals Kritik nannte. Nehmen Sie Hassmails, Blogs, Amazon-Kommentare, Facebook-Einträge, Shitstorms und so fort. Diese Phänomene sind alle gekennzeichnet durch eine Form der beanspruchten Überlegenheit eines Standpunkts, eigentlich eines moralischen Standpunkts, über ein Gegenüber, das man deklassieren möchte, aber als über sich selbst klassiert eigentlich empfindet. Es ist gewissermaßen die Froschperspektive, die sich zur Vogelperspektive macht. Es ist immer eine Organisation von Verachtung. Und wenn Sie gesellschaftliche Phänomene im Augenblick untersuchen wollten, auf ihren kritischen Gehalt, dann würden Sie sehr häufig darauf kommen, dass bestimmte Aussagen schlicht substanzlos Ressentiment sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab vor einiger Zeit in Amerika einen Shitstorm gegen die Schauspielerin Anne Hathaway. Und man hat sich nicht richtig erklären können, warum Anne Hathaway so unbeliebt war. Ich habe heute Morgen noch mal nachvollzogen, wenn Sie bei Google eingeben, I hate Anne Hathaway, kriegen Sie, ich tue das persönlich nicht, bitte zitieren Sie mich nicht, schneiden Sie das nicht raus und sagen, das hat er gesagt. Ja, gesagt schon, aber nur zitiert. Also, wenn Sie das eingeben, dann kommen Sie bei Google auf über 8 Millionen Einträge von Menschen oder Einträge, die Anne Hathaway hassen. Mit welcher Begründung? Ich habe zwei gefunden. Erstens, sie hat ein längliches Gesicht. Zweitens, sie hat komische Zähne. Sie sehen also ein frei flottierendes Urteil, das ohne das, was die Person als Person kennzeichnet, was ihr Charisma, ihre Leistung, ihr Engagement, was immer kennzeichnet, die ohne das zu Mitteln der Deklassierung greift, die im Grunde schlimmste moralische Verstöße geißeln müsste, das könnte man sagen, ist etwas wie ein Schmiermittel des gesellschaftlichen Ganzen geworden, das in diesem Ressentiment Grundlagen der eigenen Kommunikation regelt, organisiert und auf die Spitze treibt.
meines Erachtens deshalb ein beunruhigendes Phänomen, weil eben da das, was wir Streit nennen und was wir immer noch auf eine Kultur der Auseinandersetzung beziehen, das heißt auf ein Sondieren von Fakten, auf ein Ableiten von Anschauungen aus Fakten, als ein Aufbauen von Urteilen, sogar differenzierten Urteilen aufgrund von Anschauung und Begriffen, dass das so weit ausgesetzt wird, dass der Impuls, der letztlich nichts anderes ist als der psychoanalytisch zu berücksichtigende Lust-Unlust-Impuls, ausreicht, um gewissermaßen urteilender und in diesem Augenblick heißt das auch deklassierender zu sein. Das disqualifiziert etwas, was man in den 60er Jahren bei Nicolai Hartmann, einem Philosophen, noch den liebenden Blick nannte. Das heißt, einen Blick, der Qualität herstellt. Und auch das ist etwas, was in Ihre Tätigkeit hineingreift. Es gibt einen Blick, der Qualität stiftet, indem er etwas für schön benennt, weil es in diesem Blick, durch diese Erfahrung etwas ist, das schön macht. Erlauben Sie mein sentimentales Beispiel, nur um zu sagen, was die Übertragung von Erfahrung auch in Ihrem Sinne bedeuten kann. Es gibt einen französischen Poetologen namens Roger Calois, der erzählt folgende Geschichte, sehr sentimental. Ich bitte wirklich um Entschuldigung, ich weiß, Sie sind im Berufsleben weitestgehend abgehärtet gegen solche sentimentalen Beispiele, aber deshalb ist es gut, Sie von dort aus zu bestrahlen. Er erzählt, es sitzt ein Mann auf einer Brücke, er hat eine Binde am Arm, da sind drei schwarze Punkte auf einem gelben Fond. Er hat ein Schild, einen Hut vor sich, vor dem Hut steht ein Schild, darauf steht blind. Die Menschen gehen vorbei, alle rasten vorbei, niemand wirft was in den Hut. Er ergreift sich einen, der vorbeikommt, sagt, warum gibst du mir nichts? Der sagt, ich bin ein Dichter, ich habe selber nichts. Dann hält er kurz ein und sagt, ah Moment, ich kann vielleicht etwas tun, das mehr wert ist als alles Geld, was ich in der Tasche habe. Er nimmt das Schild hoch, er dreht es um, er schreibt etwas auf die Rückseite, er stellt das Schild wieder hin und er bleibt stehen, um zu sehen, was passiert. Was passiert ist, die Menschen fangen an, Geld in diesen Hut zu werfen. Was in diesem Augenblick im Saal passiert ist, ich habe Ihre ganze Aufmerksamkeit, weil Sie sich fragen, ob Sie daraus eine Geschäftsidee machen können, die Sie auf Chibo Hamburg übertragen können oder so etwas. Das heißt, während das Geld fällt, fragt der blinde Mann irgendwie, sag mir bitte, was hast du auf das Schild geschrieben? Und jetzt kommt die ganze Sentimentalität, er hebt das Schild hoch und sagt, hier steht, der Frühling wird kommen, aber ich werde ihn nicht sehen. Die Evidenz, Dankeschön, Sie sind. Sie sind in einer Weise menschlich, das mich rührt. Also tatsächlich ist es so, während die Informationsvermittlung, zu sagen blind, nichts anderes ist als eine Sachinformation, die Sie immer in eine ausweichliche Situation stellt. Eine Situation, aus der Sie sich befreien können, weil Sie die Information alleine als solche gewissermaßen neutral anhören können. Hören Sie den Satz, der Frühling wird kommen, aber ich werde ihn nicht sehen, erblinden Sie mit dem Satz. Das heißt, der Satz stellt eine Zwangsläufigkeit, eine Evidenz her, die es unausweichlich macht, mit ihm nicht zu erblinden, die Erfahrung des Blindwerdens nicht zu machen und in dieser Übertragung von Erfahrung selbst Wohltätigkeit in sich selbst zu entdecken und zu generieren. Dieser Kommunikationsakt ist also einer, der in diesem Augenblick jede andere Form des Ressentiments, der Absetzung, der Erklärung ersetzt. Er ist ein nicht zynischer Akt, er ist ein qualitätsstiftender Akt, weil er etwas in Erfahrung übersetzt, was dort vorher nicht war. Und zu einem guten Teil wird Ihre Arbeit auch darin bestehen, Dinge erfahrbar zu machen, mitzuteilen, nicht, dass dieser Kongress stattgefunden hat, sondern was ihn groß gemacht hat, was ihn illuster gemacht hat, was an ihm erfahrbar gewesen ist. Das wird nötig sein, nach außen zu kommunizieren. Nun kann man sagen, diese Form, Ressentiment zu begegnen durch etwas anderes als Kritik. Diese Form setzt voraus, dass das gesellschaftliche Sprechen ernst genommen wird. Ich glaube aber, zweite These, dass wir uns in gewissermaßen ironischen Zeiten befinden. Es wird allen Menschen leichter fallen, einen nicht eigentlichen Satz, einen nicht belastbaren Satz zu sagen. Einen Satz, für den Sie nicht durchs Feuer gehen müssen. Einen Satz, den Sie zurücknehmen dürfen und sagen können, war nicht so gemeint. Dieses uneigentliche Verhältnis, ein Anwitzeln, ein Komischwerden,
ein halbwarmes Amüsieren, ein Auflösen in einer Lauge der Belanglosigkeit. Diese Formen des Sprechens machen es außerordentlich schwierig, hinter der Rede etwas sichtbar zu machen, das gemeint und belastbar ist, für das man durchs Feuer geht. Sätze also, die gekennzeichnet sind, nicht alleine durch Zivilcourage, sondern Sätze, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie die Eigenschaft haben können, dem Sprecher selbst zu schaden, sich im Zweifelsfalle im Sinne einer Mehrheit, im Sinne einer Minderheit gegen die Mehrheit zu stellen. Also zum Beispiel die Person zu sein, die prominent ist und trotzdem keine Werbung für die Bild-Zeitung zu machen. Was übrigens in England undenkbar wäre, dass Jude Law oder Kate Winslet oder Kate Moss oder wen immer sie wollen, Werbung für die Sun machen. Das haben wir exklusiv in Deutschland, dass wir eine so reibungslose Zusammenarbeit zwischen Prominenten und Gossip-Medien bzw. Ressentiment-Medien haben. Der Stand, und das gilt selbst für Richard von Weizsäcker und Marius Müller-Westernhagen, lassen Sie mich da nicht weiterreden, sonst ich hol's mich zurück. Das heißt, diese Form der Ironie, des uneigentlichen Sprechen, deutet sich in einer Episode an, die ich nur als Beleg zitieren will. Ich habe mal bei Bertelsmann, übrigens bei Bertelsmann, bei einer Veranstaltung, wo ein Manager zu mir sagte, das Buch wird vom Lesen auch nicht besser. Auch das gehört zur Kommunikation. Ich habe da mal einen Vortrag zur Kritik des Fernsehens gehalten und es war ein amerikanischer Medienmanager da, danach stand man im Garten von Herrn Mittelhoff, der damals noch nicht an der Regenrinne durch die Häuser musste, standen wir im Garten und Mittelhoff sagte zu diesem großen Manager, haben Sie seine Rede gehört? Und dann sagte dieser Mr. Jones, glaube ich hieß er, sagte, no, what was it about? Und ich sagte, Content. Und daraufhin wandte sich Mr. Jones zu mir und sagte, and are you for or against? Und Sie lachen zu Recht und gleichzeitig zu Unrecht, denn natürlich sind wir alle entsetzt, darüber sagen zu können, nur bei Antisemitismus und Kinderpornografie geht es noch um etwas. Alle anderen Dinge scheinen wir zu behandeln, als lohne sich der Streit darüber nicht und sie lösten sich im Uneigentlichen oder im Ironischen auf. Es ist aber die Basis dessen, auf der wir argumentieren müssen. Wir müssen uns fragen, es gibt Menschen unter uns, die der Kommunikation noch Schwierigkeiten machen, weil es ihnen um Sachen geht. Und diese Sachen, diese Gegenstände, diese Notwendigkeit, die machen aus uns etwas, das man auch mündig nennen kann und das immer noch mit dem Aufklärungsgedanken gedeckt werden kann. Nehmen Sie ein Beispiel eines vietnamesischen Journalisten, der mir im ersten Golfkrieg als Augenzeuge gegenüber saß und der mir sagte, er sei in einen Hühnerstall im Irak eingeschlossen gewesen, angekettet und er hörte, wie Saddam Husseins Schergen folterten. Und er sagte, draußen war ein Hühnerstall und die Schergen haben immer aufgehört, wenn der Hahn wegen der Schreie der Gefolterten gekräht hat. Und manchmal hatten sie Glück und der Hahn krähte früh und manchmal hatten sie kein Glück und der Hahn krähte gar nicht und dann starben sie. Und ich habe gedacht, in diesem Hahn steckt etwas von uns allen, nämlich unserer merkwürdig somnambulen Form, Form des Unrechts zu tolerieren, sie nicht in einem Medium des Streites, sie nicht in einer Kultur des Widerspruches aufzulösen, sondern sie in irgendeiner Weise und sei es auch halb warm oder halb schläfrig, zur Kenntnis zu nehmen und geschehen zu lassen. So wie ich Ihnen in diesem Augenblick viele Stellen an der Erde nennen könnte, über deren Existenz wir durchaus im Bilde sind und die wir trotzdem geschehen lassen. Das heißt, wir alle haben diese arbeitsteilige Innerlichkeit, die sich bei Rameau verrät, der für die Entrechteten auftritt, aber den Hund aus dem Fenster wirft. Wir alle sind auf diese Weise multiple Individuen, die zwischen den verschiedenen Modulen, in denen sie denken und fühlen, häufig keine Brücken mehr schlagen können. Dieses Brückenschlagen aber ist eine Aufgabe von Kommunikation. Und wo läge es näher zu sagen, wir müssen diese Form von Kommunikation betreiben, als in einem Medium wie dem Fernsehen, das als es erfunden wurde, noch als eine Volksbildungsanstalt in einem nicht polemischen Sinne gesehen wurde. Eine Anstalt, in der sich gesellschaftliche Minderheiten finden sollten. Miteinander in Kommunikation zu treten, sollte die Aufgabe sein. Partikulare Interessen sollten miteinander kommunizieren.
konfrontiert werden. Man sollte sich in diesem Medium erkennen können. Und jetzt blicken wir aus diesen hohen Idealen, die eine Art Verstehensillusion beim Publikum auslöste, die auch eine Beantwortung der Aussage von François Sagan war, die sagte, das Fernsehen hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht. Also in der Beantwortung solcher Verhalten zum Fernsehen hätte es immer noch etwas gegeben wie die Illusion, in der die Kommunikation so betrieben wird, dass sie selbst etwas Demokratisches aussagt, in dem Sinne, dass Demokratie eben nicht die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, sondern das Protektorat der Minderheit unter der Herrschaft. Dass es notwendig wäre, genau das als ein Spiegelbild für uns alle wiederzufinden und zur Reflexion freizugeben. Wenn Sie aber bedenken, dass das Fernsehen sehr bald ein Medium geworden ist, das eigentlich reagiert auf einen Spruch, den der Herausgeber der Daily Mail über seinem Schreibtisch hängen hatte, ein Mann, der Radcliffe hieß, glaube ich. Er hat ein kleines holzgerahmtes Täfelchen über seinem Schreibtisch, auf dem stand, es ist 10. Und damit war nicht die Uhrzeit gemeint, sondern das geistige Alter des Lesers. Das heißt, jeder Satz, der in seinem Organ stand, Sie haben das selber mit dem Phlegma zur Kenntnis genommen. Also er hat gedacht, jeder Satz in seiner Zeitung muss sich an dem Satz, der da gerahmt hing, messen lassen. Und insofern ist das Fernsehen allmählich zu einem Medium gewesen, in dem niemand mehr bestraft wird, der sein Publikum unterfordert, in dem auch niemals die Arroganz jener Macher bestraft wird, die sagen, das ist unserem Publikum nicht zumutbar. Und nicht die Arroganz dessen, der dort Hörfunkballett hören will, ist derjenige, der arrogant ist, sondern im Zweifelsfalle derjenige, der bestimmt, was einer Öffentlichkeit, die er immer unter sich sieht, zumutbar ist. Denn es scheint mir doch eine einigermaßen bizarre Unterstellung zu sein, dass eine Einschaltquote im Fernsehen aus 100% von Menschen besteht, die zustimmen. Sondern das ist doch eher ein Schwindel. Es sitzen doch eine Mehrheit des Publikums dort in einer Art Konträrfaszination, gebannt von dem, was sie sehen, und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie jene dort. Wir sind nicht die Geissens. Und das ist gut so. Sondern es gibt einen schönen Satz von Gottfried Benn, der sagte, Penthesilea wäre nie geschrieben worden, wenn vorher darüber abgestimmt worden wäre. Das heißt, dieses Massenmedium besteht aus einer massenhaften Abstimmung. Keine großen Vermächtnisse der Kultur aber sind entstanden auf dem Wege der Abstimmung. Was wir in Schulbücher drucken, was wir nach Straßen und Denkmälern benennen, das sind alles Leute gewesen, die zu einem erheblichen Teil ökonomische Misserfolge gehabt haben, partikulare Interessen hatten, sich selbst im Wege standen und die oft alles hätten tun können, bis auf das, für das wir sie schätzen und ehren und deren Wichtigkeit wir ihnen nach wie vor einräumen. Das also heißt es letztlich, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, die anders als die Öffentlichkeit des Fernsehens eine Form gesellschaftlicher Kommunikation, die ich noch gar nicht Streit nennen will, betreibt, die tatsächlich ein vitales Element wäre, in dem sich diese Gesellschaft selber wiederfinden könnte. Stattdessen, weil die öffentliche Reibung so ein komplexer und beladenes Moment ist, erschöpfen wir uns häufiger in Tautologien. Das heißt, wir haben uns an Parlamentsreden gewöhnt, bei denen der archetypische Satz etwa von Angela Merkel lauten wird, wer sich mit den Details des Saarlands beschäftigt, wird feststellen, dass das Saarland das Saarland ist. Das sind Sätze, die sind in einer Weise bruchfest, dass man könnte auch sagen, sie sind geistig unbeschenkt. Sie sind eine Form des weißen Rauschens, das wir aber irgendwie als unsere Repräsentation angemessen finden. Der wichtigste Satz von Merkel aus dem letzten Wahlkampf, viele werden sich daran erinnern, war zu sagen, Sie kennen mich. Sie kennen mich ist der Satz, der eigentlich tautologisch ist. Ich bin ich und mehr müssen Sie über mich nicht wissen und mehr wollen wir auch nicht wissen. Das tut uns auch gut so. Also,
dem gegenüber, und ich habe nicht mehr viel Zeit, deshalb sei das schnell gesagt, dem gegenüber ist es ulkigerweise so, dass man geradezu einen Begriff von Individualität wieder produzieren muss, der zu einer Form der Instanz gegen Öffentlichkeit werden kann und der die Voraussetzungen für Streit im genannten Sinne sein müsste. Dieser Begriff von Individualität, und Sie haben mir das erste sentimentale Beispiel durchgehen lassen, dann nehme ich noch eins. Es gibt einen grandiosen Autor aus dem 19. Jahrhundert, Friedrich Hebbel, dessen Werk zu einem guten Teil durch Hass, Animosität und Kritik gespeist ist. So lange ist er gut. Als er glücklich heiratete, wird das Werk sehr langweilig. Und dieser Mann, der irgendwann mal sagt, es gibt Menschen, die stehen vor dem Meer und sehen nur die Schiffe, die darauf fahren, und auf den Schiffen nur die Waren, die sie geladen haben. Das heißt, es gibt einen zentripetalen Blick, der alles rauswirft, was nicht Materialcharakter hat. Und dieser Blick verpasst das Glitzern der Wasseroberfläche, den eleganten Flug der Möwen, den Geruch des Salzes in der Luft und so fort. Dieser Mann, der also eigentlich auf das ästhetische Vollbild der Wahrnehmung wollte, der sagt auch, und jetzt kommt der sentimentale Satz, der Finger, der schmerzt, individuiert sich. Das ist soweit gut verständlich. Das heißt, ein Finger wird erst in dem Augenblick bewusst, wo er wehtut. Und dann fügt er an, könnten wir nicht in diesem Sinne die Schmerzen Gottes sein? Nehmen Sie die theologische Konnotation weg, dann würde das heißen, es gibt die Vorstellung eines großen, bei sich seienden, bewusstlosen Ganzen, hier Gott genannt. Und dieses Ganze materialisiert sich, indem es in lauter einzelnen Individuen, die auf unterschiedliche Weise Schmerz empfinden, die auf unterschiedliche Weise in Reibung zu ihrem gesellschaftlichen Kollektiv stehen, ich werden, mündig werden. Und dann sind wir am Anfang dieser Rede, dass wir sagen können, aus dieser Notsituation, einer existenziellen Bedürftigkeit, die alle betrifft, die hier sitzen und in deren Gesichtern man es dann und wann sehen kann und sei es nur als Abusus von Psychopharmaka oder kosmetischer Chirurgie. Diese gesamten Individuen in ihrem Versuch, Brücken zu schlagen, werden dann in der Kommunikation ein Lebensmedium finden, das letztlich sogar geeignet ist, Ressentiment zu widersprechen und den Begriff der Kritik als einem sich selbst schaden können, als einem allgemeine Interessen wichtiger nehmen, partiell zumindest als die eigenen, der das erkennen kann und gleichzeitig etwas tut, was für ihre Tätigkeit sehr wichtig sein kann, nämlich Entfremdung zu überbrücken. Und zwar Entfremdung in dem Sinne zu überbrücken, und damit höre ich auf oder fast auf, indem Peter Weiß in seiner Ermittlung von einem aus den Nürnberger Prozessen von einem Funktionshäftling namens Bunker Jakob erzählt, der gefragt wird, ob es ihm denn nie etwas ausgemacht hat, die Juden an die Rampe zu führen. Und er erwidert, es war nicht meine Aufgabe, das in Frage zu stellen. Und wir alle begreifen, dass in dem Augenblick, wo Tätigkeiten nicht mehr motiviert und das heißt auch legitimiert werden können, wo sie nicht in jenem Medium aus Rationalität und Nichtrationalität Verantwortung aufgelöst werden, wo das passiert, wird der nicht entfremdete Mensch gleichzeitig der potenziell inhumane Mensch sein können. Dieser inhumane Mensch, der nicht mehr der Mündige, sondern der vom Entfremdungszusammenhang Getroffene, von Verblendung und von Propaganda Geleitete ist, dieser Mensch, der wird einen Teil von diesem Rameauschen Hund beziehungsweise von diesem Akt des Rameau haben. Denn während wir alle lächeln, während wir hören, wie das Hündchen aus dem Fenster fliegt, sind wir ja eigentlich auf der Seite des Hündchens, weil wir die Idiosynkrasie, die Reizempfindlichkeit des Künstlers Rameau, der sich über die Existenz und den Schmerz des Hündchens hinwegsetzt, mit einem Lächeln deshalb quittieren, weil wir beide Seiten, das Leiden des Hundes und das Recht des Künstlers in diesem Augenblick nebeneinander haben, zwischen ihnen einen Ausgleich herstellen und damit genau das sind, was man einen vernünftigen Menschen nennen könnte, nämlich einen, dessen Rationalität so gut ausgebildet ist wie das, was wir irrational nennen. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, lieber Herr Willemsen, meine Damen und Herren, Sie sehen, allein für diesen Vortrag hat sich doch schon gelohnt, wieder zum K-Kongress zu kommen. Ich sage das deswegen. Ich sage das nicht nur, weil ich erklärter Rameau-Fan bin und ich bin mir sicher, das Fenster war ebenbürtig. Vor allen Dingen sage ich es auch, weil Herr Willemsen ganz ohne Ironie und ganz ohne Zwischentöne zwei furchtbar tolle Dinge zu uns Pressesprechern gesagt hat. Erstens, wir sind nett und zweitens, wir sind notwendig. Das baut uns dermaßen auf, das reicht bis zum nächsten K-Kongress. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen, Herr Schulz. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank.